1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit... Games Island. Und... RW Studio. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Ich bin Anna. Ich bin Kevin. Und wir wollen heute für euch, mit euch einmal über die neuen Contrast-Farben reden. Wir haben die vom Games Island schon einmal geschickt bekommen und der Kevin hatte schon die Möglichkeit, die einmal zu testen. Und ja, erzähl doch mal. Ja, was soll ich sagen? Also mir gefallen die neuen Contrast-Farben echt super, sag ich ganz offen und ehrlich. Ich finde sie tatsächlich schon nochmal besser als die erste Welle Contrast Paints. Denn GW hat hier nochmal einiges richtig gemacht und viele, viele Schwächen von der ersten Welle sozusagen ausgemerzt. Und ja, warum ich das finde, das können wir jetzt mal in Ruhe besprechen. Ja, genau. Also was ist denn tatsächlich anders? Was ist anders? Okay, also wir gehen einfach mal davon aus, ihr wisst, was Contrastfarben sind. Ne? Also ich klatsche die drauf und habe direkt einen Basecoat, eine Schattierung und so ein bisschen Highlights auf den Kantenakzenten direkt mit drauf. Ja, die Heldenfarbe meiner Linieninfanterie. Ja, ganz genau. Und was ist anders? Tatsächlich wurde diese Palette einfach erweitert um neue Farbtöne, die schlicht gefehlt haben in der ersten Welle Contrast. Also zum Beispiel schöne neue Lila-Töne, die tatsächlich auch mal lila sind. Oder mal Grüntöne, die man auch gerne hätte. Also einfach ein schöniges, saftiges Grün. Und ja, auch die Gelb sind mehr geworden, ne? Eine ganze Latte neue Gelbtöne. Ja, ich habe testweise mal einen Imperial Fist bemalt. Ihr seht es hier. Ja, das ist einfach so großartig geworden. Also ich habe den ja auch so in seinen Entwicklungsstadien quasi beobachten dürfen. Und das ist schon krass, was da geht. Und du hast quasi das neue Imperial Fist benutzt, oder? Genau, das ist jetzt, das was ihr hier seht, ist Imperial Fist plus Agrax Earthshade, das neue. Auch das neue? Auch gleich noch drüber, genau, das neue. Wobei das Agrax Earthshade mit einer etwas besonderen Technik aufgetragen ist, kann ich mal ganz kurz erklären. Und zwar, du tunkst im Prinzip das ganze Modell in Agrax und dann nimmst du Contrast Medium und klatscht auf alle hohen Flächen nochmal ganz schnell hinterher Contrast Medium drauf. Und dann macht das schiebt Contrast, es dann nochmal so ein bisschen weg. Genau, quasi. Das Contrast Medium schiebt dann das Agrax in die Ritzen rein nochmal. Ah ja, dann, aber das löst nicht das Contrast wieder an, oder? Nein. Wir sind hier nicht bei Army Painter Speed Paints, sondern bei Probleme mit Anlösen von Schichten drunter haben wir hier überhaupt kein Problem. Genau. Und dann ganz wichtig, mit einem großen Pinsel und einem Papiertuch immer wieder den Pinsel auf das Modell gehen und von den großen Flächen, also zum Beispiel Schulterpanzern etc., das Contrast abnehmen oder den Shade in dem Fall. Und dann kriegt man so ein super gutes Ergebnis hier. Ich war auch echt, also ich habe diese Technik bei dem Modell das erste Mal ausprobiert und ich war total baff, wie gut das funktioniert hat. Also die Definition an dem Rückmodul ist, also ich bin schwer von mir beeindruckt, dass das so gut geht. Sehr, sehr cool. Ja, ist es tatsächlich jetzt so mit den neuen Farben, dass man mit dem Pinsel nochmal ran kann? Weil das war ja bei der alten Formel sozusagen schon immer so ein bisschen das Problem, dass man das besser in einem Zug aufgemalt hat und dann, bis es trocken war, nicht wieder angefasst hat. Genau, das würde ich immer noch so machen. Mhm. Einfach, ne, sobald die Farbe anfängt zu trocknen und du dann wieder da nochmal mit dem Pinsel dran gehst, dann reißt halt die Farbe sozusagen so auf. Dann kriegt man so unschöne Schmieren. Ja, genau. Ne? Ja. Genau, also das ist natürlich immer noch ein Problem. Allerdings, ich finde weniger stark, insbesondere bei den Farben, die ich total gerne mag. Und zwar, das ist auch noch eine Neuerung an dieser Range. Das ist diese Ein-Pigment-Geschichte. Ganz genau. Mhm. Also, kurze Erläuterung. Normalerweise haben Farben immer verschiedene Pigmente, also das, was tatsächlich die Farbe verleiht. Habe ich tatsächlich auch mal ausführlich ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir verlinken das einfach unten. Ganz genau. Und hierbei ist eine Range, oder ich glaube 7 Farben sind es, die haben nur ein Pigment drin.
Das heißt, ein Pigment, nichts, was die Farbe dieses Pigments stört, sozusagen in der optischen Mischung. Und dadurch wirken die Farben total satt und voll und nicht so, ja, dull, sage ich mal. Und das ist zum Beispiel dieses Imperial Fists Gelb ist zum Beispiel eine von diesen Farben. Mhm. Macht das auch, dass man sie ein bisschen besser mischen kann untereinander? Also, dass man quasi keine so Side-Pigmente mit drin hat, die irgendwie dann plötzlich andere Farben produzieren? Genau, also das, da gehe ich von aus, dass das ist. Ich habe es nicht ausprobiert, aber mit anderen Farben, die rein pigmentiert sind, wie zum Beispiel die ganze Range von Chimera, die habe ich auch und liebe ich auch total, da ist das so. Deswegen würde ich stark davon ausgehen, dass das hierbei auch so ist. Wobei man muss halt auch sagen, die Range ist jetzt einfach so voll vom Regenbogen her, es ist fast ja, gar nicht man mehr muss nötig. Quasi gar nicht. Ja, ganz genau. Verstehe. Genau. Ja, ich bin auch schon riesig gespannt drauf, tatsächlich die endlich in die Finger zu kriegen. Genau. Was das aber auch nochmal den Vorteil hat mit diesen rein pigmentierten Farben, ist, oder ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, das könnt ihr jetzt bewerten. Ich finde, es ist ein Vorteil. Denn diese Farben machen eigentlich gar nicht den Contrast-Effekt. Also genau das, was versprochen wurde in der ersten Welle. Du kriegst einen Shade, du kriegst eine Grundfarbe und du kriegst so ein bisschen ein Highlight. Dieses Shading und das Highlighting bei diesen Farben ist nur ganz, ganz wenig. Trotzdem zieht natürlich das Contrast-Medium, also das, worin die Pigmente schwimmen, zieht sich immer noch in die Ritzen rein. Aber du hast, ich schätze, es liegt daran, dass du halt nicht diese Pigmentmischung hast, einfach dann in den Ritzen zum Beispiel nicht, dass es so super dunkel wird. Ah, okay. Liegt daran, zum Beispiel bei dem Gelb, Gelb ist einfach ein total transparentes Pigment, sag ich mal. Das färbt, aber es deckt halt überhaupt nicht. Deswegen auch mit den Contrastfarben, ne, wie immer, es wird nur über einer weißen oder hellen Grundierung funktionieren. Ja, okay. Aber hat halt auch den Punkt, wenn ich jetzt eine oder zwei Schichten von dem Kontrast übereinander male, das macht kaum einen Unterschied. Einfach weil die Farben sowieso schon total stark pigmentiert sind. Ja, okay, verstehe. Ja. Ja. Und ich finde, das hat halt den großen Vorteil, du hast überhaupt nicht diesen Schlieren-Effekt, den man bei diesen alten Kontrast hatte. Zum Beispiel, wenn man versucht hat, irgendwie Ultramarines mit Kontrastfarben zu bemalen, so richtig geil sah das nie aus, wenn man ehrlich war, ne? Weil du hast immer auf den, zum Beispiel auf den Schulterpanzern, dass dann halt die Farben so Pfützen bilden und an der Stelle wird es dann dunkler. Ja, ja. Und das ist bei diesen Farben halt aber überhaupt nicht, ne? Weil du diese rein Pigmente hast. Also zum Beispiel das Gelb, das, was an dem Modell jetzt halt so ein bisschen schlierig ist, das ist das Agrax Earthshade, was ich nicht schnell genug abgenommen gekriegt habe. Ja, okay. Und ja. Halt erster Versuch. Also ich glaube, wenn man das noch ein bisschen übt, dann kriegt man das echt nochmal sehr viel besser hin. Ja. Die Shades sind ja auch quasi, sind die arg anders im Fließverhalten und allem, was sie so tun? Ja, das vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Wer das nicht mitbekommen hat, mit der neuen Range gibt es neue Shade-Farben und, das ist vielleicht die kritische Info, Agrax Earthshade, Nullen Oil und Seraphim Sepia sind jetzt im Prinzip Contrast-Farben. Es sind nicht mehr die gleichen Farben wie vorher. Das heißt, man muss mit denen auch neu umgehen lernen irgendwie? Ja, ich glaube, in der Praxis ist es tatsächlich kein Problem. Okay. Aber natürlich, ne, also es gab diverse große Aufschreie schon. Was habt ihr mit meinem Agarax Earth Shade gemacht? Es gibt das jetzt auch nicht mehr in Gloss und Dings, ne? Also in Gloss und Matt, sondern nur noch eine. Genau. Ist es dann jetzt glossy oder matt? So wie die normalen Kontrastfarben, also so Satin-Finish. Matt-ish. Matt-ish, genau. Okay. Wer mal tatsächlich eine matte Farbe gesehen hat, also zum Beispiel ne, alles, was so Richtung Künstlerbedarffarben geht, wer denkt, GW ist eine matte Farbe? Nein. GW macht satte Farben im Prinzip. Auch wenn man denkt, es ist matt. Genau, also die neuen Shades basieren jetzt auch alle auf dem Contrast-Medium. So wie ich verstanden habe, während sozusagen der Laborentwicklung der Contrast-Farben haben sie halt gemerkt, hey, das funktioniert auch super gut für unsere Shades. Und haben jetzt halt ihre komplette Shade-Range. Im Prinzip alle Shades, die es gab, basieren jetzt auch auf Contrast-Medium.
plus. Und dann ist einfach weniger Pigment drin? Oder wie nee, muss man sich das vorstellen? Oder ist es das Contrast Medium dann trotzdem nochmal verdünnter als in den richtigen Contrastfarben? Oder also wo ist denn der Unterschied? Das ist eine sehr gute steht Frage. Was anderes auf dem, es steht was anderes auf dem Label drauf. Nee, es steht halt nicht was anderes auf dem Label drauf. Ne? Das ist der Punkt, weshalb sich, glaube ich, viele Leute ärgern werden. Nee, also im Vergleich zu den Contrastfarben quasi. Es steht so, nicht Contrast drauf, sondern es steht Shade drauf, aber im Prinzip ist das Gleiche drin? Ja, wahrscheinlich. Im Vergleich alter Shade zu neuer Shade, wenn man jetzt zum Beispiel Null Oil irgendwo drüber gemalt hat, dann hat es ja nicht nur das Shading in den Ritzen gemacht, sondern du hattest halt auch immer ein, ich finde, ziemlich starkes, nochmal Verdunkeln der ganzen Fläche. Ja, der Fläche, genau, ja. Also wirklich so ein Shader, also Schatten, mehr oder weniger. Ja, genau, aber halt nicht nur in den Schatten, sondern überall. Ja, genau. Und das ist jetzt halt einfach deutlich weniger. Dadurch, dass mit dem Contrast Medium zieht es sich halt einfach nochmal mehr in die Ritzen, einfach ne, physikalisch, chemisch. Und dadurch macht es nochmal mehr das, was es soll. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich klingt das jetzt nicht, als wäre das was Schlechtes, oder? Ja, die haben sich schon was dabei gedacht. Es ist halt nur einfach es ist halt einfach nur wahrscheinlich so von jedem, der irgendwie mal angefangen hat, Miniaturen zu bemalen und hat so eine GW-Anleitung nachgemacht. Und dann schmierst du dein Agrax Earth Shade oder Nullen Oil drüber und so auf einmal hast du die Offenbarung. Boah, das sieht richtig gut aus. Genau, und der Effekt wird nicht weg sein. Es ist halt einfach, es fühlt sich, ja, vom Pinselauftrag, es fühlt sich einfach anders an. Das muss man einfach wissen. Ich glaube, in der Praxis, in der Anwendung, also mich würde wirklich stark wundern, wenn dadurch jetzt irgendwie jemand beeinträchtigt wird in seinen Farbschemen oder so, weil das ist halt ganz klar, der Farbton ist komplett derselbe. Ja, also da hat sich nichts dran geändert. Ja. Das heißt, du wirst, wenn du dein Armee-Farbschema hast, du wirst keinen Unterschied sehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Klar kann es sein, ne, dass deine Flächen dann ein bisschen weniger dunkel sind, aber ja, das behaupte ich jetzt mal, im Normalfall ist eher ein Vorteil als ein Nachteil. Ja. So, aber jetzt kommt der große Elefant im Raum. Was natürlich jetzt klammheimlich damit gemacht wurde. Ne? Vorher waren die Kontrastfarben in den großen Pötten, ich glaube 24 Milliliter. Nicht die Kontrastfarben, die Shades. Die Shades. Mhm. Ja, genau. Jetzt sind sie. Ja, jetzt sind die so groß wie die Contrasts, genau. Sie sind so groß wie die Contrasts. Bei natürlich gleichem Preis. Ja. Das heißt, effektiv kriegt ihr ein Viertel weniger für den gleichen Preis. Ist es ein schon Problem? Ordentlicher Sprung, ja. Ja, wenn man das so betrachtet, ist es ein ordentlicher Sprung. Ist es wirklich ein Problem, wenn man mal nüchtern drauf guckt? Ich persönlich finde nicht, weil was begrenzt die Lebensdauer von so einem Shade oder einer Contrastfarbe? Nicht, dass du sie alle machst. Da musst du schon wirklich, wirklich viel malen. Sondern, dass du den Pott umschmeißt. Da verliert man weniger, das stimmt, ja. Und tatsächlich, also dadurch, dass sie weniger hoch sind, das ist jetzt ein sehr fadenscheiniges Argument, aber dadurch kippt es halt einfach weniger leicht um vielleicht. Ja, und es läuft weniger raus. Ja. Und wenn es zähflüssiger ist, dann bleibt es ja vielleicht auch mehr. Du, ich habe aber auch schon mehrere Kontrastpötte umgeschmissen. Ja, du frag mal, mein weißer Linoleum-Fußboden hier hat immer noch blaue Flecken von, ich glaube, Terradon Turkeys oder irgend sowas. So war einfach einmal so. Ja, genau. Es färbt wirklich gut. Ja. Ja, ganz genau. Aber wo wir gerade bei den Töpfchen sind, du hattest ja gemeint, dass man auch immer noch nicht so wirklich anhand, also ich habe übrigens die alten Contrasts in der Hand, falls ihr euch wundert, dass man auch, also ich finde das, fand das bei den alten schon immer schwierig, dass man quasi, wenn man den Topf schnell in die Hand nehmen will, einfach nicht checkt, welche Farbe zur Hölle da drin ist, weil die einfach alle aussehen wie Basilicanum Grey oder so, oder Black Templar, oder wenn es nicht gerade gelb ist, ja. Ja, ganz genau. Also das ist ein Problem und das ist auch weiterhin ein Problem. Interessanterweise, ne, wieder bei meinen Lieblingsfarben, den Single-Pigment-Farben, ist es nicht so ein Problem, weil du guckst rein und du siehst halt nur das eine Pigment, da siehst du klar, was drauf ist. Ne? Also ja, klar. Zum Beispiel das neue Orange oder die ganzen Gelbtöne, du siehst halt, dass Gelb oder Orange drin ist. Ja. Aber bei allem, was irgendwie ein komplexerer Farbton ist, also ich sag mal, was irgendwie geht Richtung grau-braun etc.,
Du siehst halt keinen Unterschied. Und das war vorher ein Problem, das ist jetzt immer noch ein Problem. In Kombination damit, dass es immer noch ein großer Streit ist, ob jetzt diese GW-Pötte gut sind oder schlecht sind. Tatsächlich für Contrastfarben, ich finde es gut, dass man tatsächlich aus dem Deckel die Farbe rausnehmen kann. Aber ja, ich finde es unglücklich, dass das so ist. Insbesondere, weil das die Farben halt überhaupt nicht anfängertauglich macht. Dann stell dir vor, Das stimmt, ja. du bist jetzt Hobbyanfänger, du gehst Ja. in Hobbystore, du weißt doch überhaupt nicht, welche Farbe du nehmen sollst. Ja, Und das klar. find ich wirklich schlecht gemacht, Ja, insbesondere. wenn man nicht gerade irgendwie so netterweise vom Store Manager Ja, genau. gemalte Range irgendwie am Regal mit befestigt hat, Ja, irgendwie. genau. Genau, das ist natürlich eine gute Lösung, ne, wenn man tatsächlich in den Laden gehen kann. Tatsächlich, was ich mir überlegt habe, was ich gerne ausprobieren möchte, und zwar von Künstlerbedarf Farben, da gibt es das öfters, dass die in der Fabrik schon auf das Etikett der Farbe einfach mal so einen kleinen Streifen draufmalen, von der echten Ah, Farbe. okay. Ah, also nicht irgendwie Nee, gedrucktes, nicht so soll gedruckt, es sondern die aussehen, echte ist der Farbe. gleiche Ralfarbton, sondern wirklich die Farbe, die man dann Ja, auch aus der Tube quetscht. ganz genau. Und sogar Das ist noch, natürlich sehr cool, ja. mit dem Vorteil, sie haben halt noch so einen, sozusagen einen schwarzen Streifen und einen weißen Streifen auf ihrem Etikett und dann über beides drüber gemalt, sodass du die Deckkraft Ah, sehen kannst. okay. Alles sehr cool. Das ist Und natürlich echt das eine gute Idee, ja. für GW werden die nicht machen, aber das würde ich mir wünschen. Jetzt habe ich mir Ja, aber das kann überlegt, man doch vielleicht selber machen, ja oder? genau, ne, habe ich mir überlegt, einfach selber machen und zwar Ich meine, es hilft beim Einkaufen nicht, aber zumindest beim Wiederfinden. die Pötte einfach mal von oben drauf mit Weiß grundieren und dann oben drauf bemalen. Denn die Pötte haben ja auch diesen kleinen Gussnübbel ganz oben und noch so eine Stimmt. Rille, sodass man Ja. tatsächlich auch nochmal das Contrast-Please-Verhalten daran sehen kann. Stimmt, Ja. das ist eine richtig gute Idee. Ja. Hätte ich jetzt noch keine Zeit für, aber das werde ich mal ausprobieren. Falls ihr Ganz daran hardcore wäre interessiert seid, natürlich schreibt uns das gerne in die Kommentare. einfach mit Das allen wäre. drei, ja, mit Grau und Creme und Weiß, wenn man es Ja, richtig fuddelig machen. Ich glaube, dafür ist der Deckel ein bisschen klein, na, das würde schon fürchte gehen, einfach irgendwie nochmal so einen Streifen Grau oder Schwarz oben drüber malen, um da dann das Verhalten zu sehen. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu faul, das bei jetzt 27 neuen Pötten und all meinen alten zu machen. Plus die Shades. Ja. Ist alleine Außerdem, es drei geht ja auch Stunden Arbeit. hauptsächlich, geht ja auch hauptsächlich darum, dass man irgendwie die Farben schnell wiederfindet, mit denen man malen will und nicht, wie genau die jetzt dann letzten Endes aussehen, oder? Also tatsächlich, wenn man jetzt die komplette Range hat, finde ich tatsächlich das Argument, genau zu sehen, wie die Farben aussehen, viel größer. Weil Hm, stimmt auch, wenn ja. ich jetzt mein Armeeschema habe, dann weiß ich halt, was, ja, dann habe ich meine Pötte ja eh auf einem Haufen stehen. Und dann habe ich vielleicht auch nur die eine Farbe. Das stimmt natürlich. Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Und zwar würden wir euch gerne zwei Quellen empfehlen, wenn ihr tatsächlich einen Farbvergleich sehen wollt von den neuen Kontrastfarben, weil ich hatte schlicht nicht die Zeit und auch nicht die Muße, wenn ich ehrlich bin, das zu machen. Denn das haben schon andere Leute viel besser gemacht. Und zwar zwei andere großartige Leute aus der Warhammer und Tabletop-Community. Zum einen, auch gerade frisch erschienen, schaut doch mal beim Tabletop-Workshop vorbei. Der Michael hat da wieder ein großartiges Vergleichsvideo gemacht mit allen neuen Farben, einmal auf derselben Base, sodass ihr da sehr schön das Fließ- und Schattierungsverhalten sehen könnt. Auch da, ne, nochmal total schön zu sehen, wie die Töne natürlich im Vergleich zu den anderen sehen und dass die neuen einfach, die Farben sind einfach schöner, viele Ja, davon. genau. Wir verlinken euch die Videos natürlich einfach alle in den Videobeschreibungen. Genau. Dann seid ihr auch schnell da. Und eine andere Quelle, wenn ihr nicht so auf jetzt nochmal ein Video zum Vergleichen gucken wollt, sondern ein sozusagen mehr Blogartikel, und zwar von der Website Tale of Painters. Da hat der gute Starly einen Vergleich gemacht mit allen Kontrastfarben, aufgetragen auf so einem kleinen ja, Fliesenmuster. Alles als ein großes Bild, alle Farben auf einen Blick, super gut zum Vergleichen. Das verlinken wir euch auch unten. Genau. Dann
Eine neue Sache gibt es noch, und zwar ein neues Grundierspray. Stimmt, richtig. Ja. Es ist jetzt dann quasi das Weiß, ne? Ja, genau. Also ich glaube, die mit Contrast rausgekommenen Grundierungen, also Wraithbone und Grey Seer, die bleiben im Sortiment. Aber das Korax White, was vorher, also auch schon seit längerem, dass der weiße Primer von GW war, der fliegt jetzt raus. Stattdessen gibt es jetzt ein neues weißes Spray, White Scar, was nochmal heller ist als Korax White. Also Korax White war mehr so ein sehr helles Grau. Und das White Scar kommt tatsächlich auch nochmal smoother aus der Flasche raus. Da hat der Michael vom TWS angekündigt, da noch einen detaillierten Vergleich zu machen. Da bin ich sehr gespannt auf seine. Das heißt aber, das ist generell auch für Contrasts gut geeignet. Auf jeden Fall. Also die sind ja so ein bisschen griffiger alles in allem, als diese ganz normalen Standardgrundierungen gewesen waren. Ja, griffiger nicht, sondern tatsächlich eher vom Finish weniger matt, mehr so glossy Satin. Einfach, okay. dass es nochmal besser fließt. Also das kannst du tatsächlich fühlen. Wenn du irgendwie, ich sag mal, eine Baumarktgrundierung nimmst, im Vergleich zu zum Beispiel Wraithbone, und einfach über die Figur fühlst, das Wraithbone ist tatsächlich so seidig glatt. Mhm. Ja, nicht so glossy glatt. Ja, ganz genau. Verstehe. Nicht glossy, aber halt in die Richtung, sag ich mal. Genau. Vielleicht noch als kurze Anekdote, also ich habe ja, wie gesagt, diesen Imperial Fist gemalt. Mein großer Favorit bei den Farben, also zum einen Imperial Fist Yellow. Und dann, was mich wirklich positiv überrascht hat, ist die neue Farbe Black Legion. Jetzt könnte man sagen, es ist doch einfach nur schwarz. aber es ist einfach viel besser als das Black Templar. Und ich habe das Black Templar schon geliebt. Weil das Black Legion liest sich wirklich als schwarz. Im Vergleich zu dem Black Templar. Nicht so dunkelgrau, komisch, schwarz, irgendwas. Ja, ganz genau. Und das ist aus meiner Wahrnehmung jetzt tatsächlich ein Schwarz. Du hast ein dezentes Highlight auf den Kanten. Also so, dass ich jetzt hier zum Beispiel diesen Bolter, den ich hier bemalt habe. Also der sieht schwarz aus. Ich habe trotzdem ein bisschen Definition drin, ohne dass ich den jetzt nochmal highlighten müsste. Sieht gut aus. Und auch hier wieder für mich das größte Argument für Contrastfarben. Der Farbauftrag ist einfach so viel einfacher als bei allen anderen Farben, weil es einfach so gut vom Pinsel schließt. Man ist wirklich schneller damit. Als täte die Farbe, was sie sollte. Ja, aber da redet keiner drüber, finde ich. Ich finde, der Malspaß mit den Farben, der ist bei mir einfach total groß. Ich weiß nicht, ob das einfach persönlich ist, aber niemand redet darüber, dass das irgendwie einen großen Unterschied macht, finde ich, im Vergleich zu anderen Farben. Ne? Du hast nicht dieses schlierige, ich muss überstellen, mehrfach drüber gehen, sondern ein dicker Coat und ich habe erstmal das noch und dann kann ich immer noch 7 Schichten Highlights machen. Nee, aber ich muss auch sagen, ich hatte auch gerade zum Beispiel bei den Flügeln von meinem Autarchen oder sowas, da habe ich die Contrast einfach über Metallic-Farben gemalt. Also quasi wirklich mit Gold drunter grundiert sozusagen. Und das sieht auch einfach richtig gut aus. Und dann auch direkt so ein Farbverlauf rein von so ein bisschen gelbisch nach irgendwo türkisisch über grün in der Mitte. Und das macht einfach diesen Libelleneffekt so schnell, so schön, dass keine Ahnung, wie man das sonst so hinkriegen sollte. Ja, genau. Also Anna, wirst du dir die neuen Farben kaufen oder nicht? Was meinst du? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich mir wirklich die ganze Range direkt einfach gleich im Bundle zulegen soll, einfach weil das Angebot mir so gut gefällt, oder ob ich tatsächlich trotzdem selektieren werde, was ich mir kaufe, aber ich werde sie mir auf jeden Fall in Teilen zulegen, ja. Doch. Ja, also ich male einfach viel zu gern mit Contrast-Farben, um es nicht zu tun. Ja, dann ja. Also ihr seht meine Vitrine hier im Hintergrund. Mit allem, was ich in den letzten 2 Jahren oder seit wann die Range draußen ist, gemalt habe. Ich glaube, ich habe keine Mini bemalt, wo ich nicht Contrast benutzt habe. Ja, wo nicht zumindest irgendwas Contrast ist. Ne? Also das ist bei mir auch so. Also ich habe schon auch noch Sachen, wo ich dann mit anderen Farben drüber gehe. Aber zumindest Teile, also gerade bei den Wraith-Konstrukten und sowas, jetzt für die Elder, also alles, was so Knochenfarben ist quasi. Ja. Ich finde es einfach richtig großartig, da mit diesem Skeleton-Hort zu grundieren und sich dann halt nach hell wieder mit normalen Farben hochzubürsten und dann zu highlighten und sowas. Ja, ganz genau. Und das macht halt einfach Spaß und es geht schnell und es ist, es hieß ja irgendwie mal so Skill in Dosen quasi, so ein bisschen zynisch am Anfang.
Und es stimmt ja auch, aber da wollen wir auch hin mit dem Hobby, ne? Also es soll ja jeder schnell was für sich machen können. Und man kann halt als Anfänger schnell anfangen, schnell gute Ergebnisse erzielen. Und man kann aber trotzdem als dann Fortgeschrittener und Profi sozusagen trotzdem immer noch Spaß damit haben. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Spaß beim Malen. Ganz genau. Genau. Wenn ihr Bock auf die neuen Contrast-Farben habt und tatsächlich damit spielt, euch die ganze Range zu holen, das Games Island hat gerade ein sehr gutes Bundle-Angebot, alle neuen Farben in einem Paket zu einem ordentlichen Discount. Das verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Ihr kriegt die genau, Farben da gibt es auch einmal das Shade-Paket sozusagen, gibt es auch einmal. Aber natürlich könnt ihr die Farben auch alle einzeln bestellen, genau. Okay, dann würde ich sagen, so viel von uns an dieser Stelle. Wenn Kevin noch mehr Spaß beim Spielen mit den neuen Farben hat, wird es Sicherheit dazu noch ein separates Video geben. Genau, also hier auch gerne nochmal der Aufruf. Wenn ihr zu irgendwas, über das wir jetzt gerade geredet haben, gerne nochmal Details hören wollt, das nochmal mehr, irgendwas nochmal sehen wollt, zum Beispiel wie diese Agrax Wash und Abnehmtechnik funktioniert etc. Schreibt uns einfach gerne in die Kommentare, dann kann ich dazu gerne mal ein Video machen. Oh ja, also ich hätte das Video gerne. Ganz uneigennützig. Okay, schon mal plus eins. Ihr könnt es trotzdem unten noch schreiben, ob ihr mal anders sehen will. Gerne. Dann euch schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.